So, meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück in Ghost of Tsushima. Ihr seht, Karg hat sich ein bisschen verändert, denn wir haben das Vermächtnis unseres Vaters geholt. Die Pferderüstung von ihm. Die einst verfügbar. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Was tut ihr da? Mongolen haben mein Haus angezündet. Entweder baue ich ein neues, oder ich schlafe im Gras. Niemand kann helfen? Keine Familie? Ich habe niemanden. Hab meine Eltern verloren. Vor 15 Jahren. Musste immer allein bestehen. Und jetzt habe ich auch nichts mehr, was mir gehört. Ach, schaut mich nicht so an. Jeder hat eine Geschichte. Meine ist, dass ich wohl nicht genug Holz habe. Da kann ich eventuell helfen. Seid ihr sicher? Schon gut, ich nehme es. Ich baue ein Haus. Hoffen wir mal, dass die Mongolen das nicht auch niederbrennen. Dabei kann ich eventuell auch helfen. Ich freue mich schon, euer Werk zu sehen. Oh, ich werde es nicht hier bauen. Ich sammle noch Materialien. Okay. Aber danke. Ich nehme das mit zum Bauplatz. Unglaublich, dass ich das mache. Ja, ja, helfen. Nee, jedes Mal, ne? Also. Dann geht's da hoch. Hier bin ich! Oh lol, der Ort ist eingenommen von Mongolen. Das ist ein Dinger, ne? Na, das ist gut, dass wir hier herausfordern können. Weil dadurch. Hier drüben. Ja, moin, Rande. Hallo, Reisender. Ich sehe, ihr seid nicht von hier. Zum Glück seid ihr gekommen. Ihr seid sicher. Bitte, nehmt dieses kleine Geschenk. Wow. Sehr schön. So, meine Dame. Die Samurai-Rüstung sieht teuer aus. Woher habt ihr sie? Einem Haufen Räuber abgekauft. Ihr seid ein mutiger Mann, sie auf Iki zu tragen. Ich bin Tsubaki. Ich verdiene mein Geld als Färberin für Pferderüstungen. Ich fand vor kurzem eine Pferderüstung. Einst trug sie das Ross von Kazumasa Sakai. Die Rüstung soll verflucht sein. Wenn euer Pferd euch nicht umbringt, könnten wir einander vielleicht helfen. Habt ihr auf euren Reisen Sakai-Banner gesehen? Das Wetter hat ihnen die Farbe genommen. Sie sind jetzt weiß wie der Tod. Die Menschen von Iki markieren mit ihnen Orte, wo die Samurai demütigende Niederlagen erlitten. Man sollte sie entfernen. Die alten Wunden heilen lassen. Damit wir uns auf den Kampf vor uns konzentrieren können. Gute Idee. Könnte sogar klappen. Aber mir geht es um den Stoff. Bringt mir diese Banner und ich teste daran meine neuen Farben. Vielleicht habe ich sogar welche für euch übrig. Ich habe schon welche für euch. Na, ein paar haben wir ja schon gefunden. Über das ganze Farmen. Ich habe Sakai-Banner für euch gefunden. Ich weiß noch, wie ich diese Banner sah, als die Samurai kamen. Mein großer Bruder war bei mir. Unsere Eltern halfen den Plünderern bei den Verteidigungsvorbereitungen. Wir sollten uns im Inland verstecken. Aber uns war langweilig. Also kletterten Jubei und ich auf den Berg und blickten aufs Meer. Zuerst war da gar nichts. Dann, kurz vor Sonnenaufgang, erschienen die Schiffe der Samurai im Nebel. Ich griff die Hand meines Bruders, drückte sie, bis meine Nägel in seine Haut schnitten. Aber er sagte kein Wort. Seltsam. An den Tag habe ich seit Jahren nicht gedacht. Vielleicht wecken weitere Banner eure Erinnerung. Ich hoffe nicht. Hier, ich habe noch etwas Farbe übrig, die eurem Pferd gut stehen sollte. Wow, Mudori. Ja, sieht cool aus. Auf jeden Fall. Gut, dann bringen wir die. Ich würde hier sterben. Oh, alles gut, dann. Ich war mir sicher.
Wir haben dich gerettet. War ein bisschen random irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, weil sie... Sie hat ganz entspannt Sakai-Bana gemacht und... Ja, ein bisschen random auf jeden Fall. Also ich würde sagen, machen wir hier oben weiter oder machen wir bei der Hausquest weiter? Ich würde sagen, wir machen hier oben weiter. Unruhiges Gewässer. Kage! Unruhiges Gewässer. Los geht's. Und wir müssen in die andere Richtung. Oh ja, das passt auf jeden Fall. Sieht sehr mächtig aus. Mit dem grünen und dem goldenen. Sehr, sehr cool. Oha, was sind wir hier? Achso. Es gab keinen anderen Weg. Ah. Ryuzo, der Verräter. Meine Männer hatten Hunger. Ja, aber... Wärst du nur in Komoda gefallen? Oh Mann, Ryuzo. Das war keine Lösung, was du gemacht hast. Ihr seid nicht echt. Deine Männer werden jetzt fully fallen, wenn es mit uns gekämpft. Aber nein, du hast uns lieber verraten. Deine Arsch erwischen wir auch noch. Ich sag's, wie es ist. Also da vorne geht es wahrscheinlich los mit Fights. Das Schiff, Zeichen eines Kampfes. Dem sollte ich nachgehen. Also. Wow. So, das machen wir das auf jeden Fall. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich vermute mal dann Viereck. Ne? Och du, was ist das denn? Dreieck X. Okay. Hat Scheiße gedrückt. Ich habe Kreis vergessen. Also. Zack, 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 zack. Oh, zu langsam. Nice. Na, ja, haben wir lange nicht mehr gemacht. Teile des Schiffs. Was höre ich hier noch? Aha. Nicht gerade wenig. Sterben wir, wenn wir einfach hier runtergehen und dann einfach abrollen? Nee. In dem Wasser gelandet. Ich würde sagen, wir benutzen geradewegs hier in der neuen Folge gerade nochmal die neue Rüstung, ne? Die war cool. Alter. Verliert ihr euren Biss? Wegen euch werden Menschen sterben. Nein, nicht in Hölle. Ja, warum sind die jetzt aber tot? Digga, Nervensägen. Digga, war das unnötig. Stillhalten. War das ein Anblick? Geht. Gebt auf euch. Es ist nicht viel, aber bitte, nehmt es. Na, du hättest uns gar nichts geben müssen. Aber ein bisschen gefroht. Aber dadurch haben wir den zweiten Technikpunkt verdient. Können wir. Ne, können wir nicht. Jetzt können wir. Und zwar würde ich gerne. Nee.
Nee. Das Phantom von Yarakawa, Rache. Oh, das Tanz des Zornes, ey. Weg der Flamme. Und oh, das hat OP, ne? Das ist nur Erkundung. Na gut, das machen wir aber erstmal nicht. Wind der Konzentration. Oh, lol. Auf Eki, in Nabelschreine. So, und zwar gedrückt halten und dann Dreieck tippen. Wolkenbruch, das ist gut. Machen wir das jetzt erstmal. Und zweimal Dreieck tippen. Okay. Geist. Ah, das können wir auf jeden Fall sparen erstmal. Das ist OP, wenn man schnell weg muss erstmal. Na, darauf sparen wir definitiv. Es gibt so viel Zeug, ne? Dass man hier so noch ergattern kann. Verringert die Entschlossenheit, Verbrauchsrate des Sturmritts um 30%. Perfekt. Da haben wir 20% Dinger. Super. Ja, perfekt, Bruder. Dann sparen wir hier auf jeden Fall erstmal drauf. Nee, zu viel ängstigen sogar. Ja, moin. Fall, ja, der Sturm wird schon was Tolles. Ach, Bruder, das wollte ich doch gar nicht machen. War das ein Fail? Was macht das Schiff da? Dieser Geruch. Mongolisches Schwarzpulver. Der ist hier. Der wird komplett verbrannt. Huacha-Verbrennungen. Was sind denn Huacha-Verbrennungen? Was macht das Boot da hinten? Das Ruder zerfetzt. Mal, lebt da noch einer von denen? Oh, tatsächlich. Ein Überlebender? Lol. Naja, nicht viel Zeit. Ja. Eine andere Bande. Verräter! Yamaneko und seine Bande verbrüderten sich mit den Mongolen. Die Mongolen gaben ihnen Huachas. Wer sind diese Banditen? Wo finde ich sie? Auf dem Schiff wahrscheinlich nicht mehr. Frage Tsugi. Sie kann helfen. Das Dorf im Süden. Roter Kasahut. Warnt sie. Alles klar. Dass sie kommen. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht zu spät sein werden. Unruhige Gewässer. Aber was ist mit dem Schiff da draußen? Das ballert ja. Ich höre die Watchers. Lauft! Ach, da seid ihr! Wow! Ah, jetzt sehe ich's. Oh mein Gott, Bruder. Boah, ist das nervig. Boah, ist das räudig. Ich hab halt noch einen Haufen Feinde, deswegen bin ich jetzt erstmal stillgestanden. Er duckt sich einfach weg, oder?
das verbrenne elendig. Schluss damit jetzt. Er wurde von seinen eigenen Feinden getroffen, du Opfer. Lauf, 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 lauf. Er sagte, so wie es mit einem Dorf in Süden. Wenn sie noch mehr Banditen rekrutieren. Ich bin nicht vorne am Zuge. Ach so, ja. Nee. Schon gefunden. Wie es aussieht, hä? Alter. Ah, da vorne. Auch niedergebrannt. Das muss das Dorf sein. Oh, ich sollte mich umhören. Jemand muss dieses Sugi mit dem roten Kasserhut kennen. Ziemlich viel Rauch. Moin. Hallo? Habt ihr euch verirrt? Nicht so ganz. Ich suche eine Frau. Mit einem roten Kasserhut. Sugi. Nebenan wohnte ein Ehepaar. Sein Name ist Sanpei. Ihren weiß ich nicht. Danke. Da oben oder wie? Oder unten am Strand? Unten am Strand? Das ist ja nicht hier. Ja, nebenan. Was soll ich sagen, Bruder? Das ist ja alles. Oh mein Gott. Noch warm. Waren vor kurzem erst hier. Ja, hier wohnt jemand. Zu. Ihr sucht nach mir. Jo. Jo, was bist du denn? Ui, hallo. Ich will euch nichts Böses, Sugi. Mein Name ist Jin. Ich soll euch warnen. Das Schiff, das das Dorf beschossen hat, gehört jemandem namens Yamaneko. Helft mir, ihn aufzuhalten. Sie wissen, dass ich hier bin. Das bedeutet... Sollen wir fortgehen? Sie weglocken? Nein! Nein! Wir wissen gar nichts! Es ist zu spät. Pack unsere Sachen. Sei bereit, wenn ich zurückkomme. Komm mit mir, Jin. Pass auf dich auf. Ich gehe kein unnötiges Risiko ein. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Jo, das ist ein bisschen viel, oder? Sugi! Yamaneko schickt herzliche Grüße! Sebe, du warst schon immer sein Schoßhund. Wie gefallen dir unsere neuen Freunde? Schon bald sind wir die mächtigste Bande auf der Insel. Tötet sie alle! Jo! Also zuerst ihn weg. Dann ihn weg. So, jetzt haben die alle Angst. Und jetzt Ketten auf die Karte. Zack, zack. Jetzt. Du weg. Du weg.
Bleibt einer noch übrig. Mann, das wird Stil. Nicht schlecht. Kommt mit. Yamanekos Bande ist vorsichtig. Gut bewaffnet. Legt nur zu festen Zeiten an festen Orten ab. Ihr kennt euch also. Ich war sein erster Mat. Hielt ihn von seinen schlimmsten Neigungen ab. Eine Zeit lang. Als ich Sanpei traf, wollte ich dieses Leben nicht mehr führen. Aber Yamaneko verlässt man nicht einfach. Sagt mir, wo sein Schiff anlegt. Ich mache den Rest. Wir tun es gemeinsam. Oder gar nicht. Das gilt dann aber auch für euch. Ihr seid gut mit der Klinge. Ich habe eine Idee, die funktionieren könnte. Aber erst muss ich mich umsehen. Einen alten Kontakt aufspüren. Westlich von hier liegt ein verlassenes Fischerdorf. Ich komme dorthin. Viel Glück. Euch auch. Okay. Sehr gut. Ja, die Rauchbomben sind echt okay. Auf jeden Fall. So wie im Fischerdorf, ja, machen wir einfach die Quest, würde ich sagen. Aber ich würde mich gern erst. Aber das sind doch Gegner, oder nicht? Hey! Jo. Und die Schratweniger, ach du Kacke! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier haben wir einen Mongolen-Anführer. Früher waren sie zumindest die Anführer. Aber das ist jetzt ja die Schamanen anscheinend. Oder war es das, ne? Da ist die Haftbombe gestorben. Ist okay. Die Aufzeichnung. Vielleicht können wir hier das Feuer anmachen oder so. Ja. Wahrscheinlich auch in die Quest oder sowas. Oh. Wir erobern eure Burg zurück, Fockel. Und vernichten die Mongolen. Boah, das ist doch klar, dass ich einen Flash bekommt. Als ehrenhafte Samurai. Das muss aufhören. Unbedingt, ja. Können wir irgendwie. Ich will ein Lied spielen oder so? Och du Kacke, wo geht's denn da jetzt lang, ne? Ah, Viper. Okay. Ist der immer noch hier, oder was? Hier ist das verlassene Schiff. Das ist der Ort, den Sugi meinte. Wo ist sie? Nikos Leute, die hole ich mir. Eins.
Asichi. Die sind doch schon da. Ich will erst noch kurz fluchen gehen. Bald seid ihr frei. Hab Dank, mein Herr. Gar kein Problem. Lauf. War das ein Anblick? Ihr seid weder Samurai noch Ronin. Was genau seid ihr? Jemand wie ihr, der das Gefühl kennt, gejagt zu werden. Ich war bei der Bucht. Irmanikos Bande tauscht Gefangene gegen Mongolen-Watchers. Verräter und Sklavenhändler. Sie dürfen nicht noch mehr Waffen bekommen. Ja. Wir müssen uns trennen. Lenkt die Truppen am Strand ab. Ich hole mir ein Boot. Ich schleiche mich schon unbemerkt auf Schiffe, seit ich ein Kind war. Wenn Yamaneko so gefährlich ist, wie ihr sagt. Er fällt in meine Verantwortung. Yamaneko ist mein Bruder. Oh. Seid ihr dem wirklich gewachsen? Ja. Also gut. Ich gehe die Küste entlang zum Lager der Mongolen und Plünderer. Suche einen Weg, mit allen fertig zu werden. Ich übernehme ihre Watchers. Das erhöht eure Chancen. Gut, wenn es aussieht, als hätten die Plünderer die Mongolen betrogen, sollten sie aufeinander losgehen. Ich schicke ein Signal, wo ihr hinziehen müsst. Ein wenig Mehl im Lagerfeuer lässt das auflodern. Viel Glück, Sugi. Euch auch. Passt auf euch auf, Sugi. Adalas. In der Nähe ist ein Spähposten. Ich kann nicht los, bevor... Ich erledige sie zuerst. Wir treffen uns hinterher an der Nordküste. Wir möchten hier aus einen Kettenattentat starten. Oh, da muss das erstmal in die andere Richtung schauen. Aua. Oh, bloß nicht wieder runterwerfen, ne? Von denen jetzt? Ja. Ja, aber du! Abwarten. Auf was? Schöneres Wetter oder was? Wenn es Nacht wird, kann Sugi zum Schiff kommen. Noch ein Spähposten. Ich sehe mich mal um. Ich gebe Sugi mit dem Lagerfeuersignal. Leite ihren Huwatscha-Angriff. Yamanekos Bande und die Mongolen. Unter einer Decke. Mhm. Die Allianz ist jetzt Schluss. Jetzt das Signal für Sugi. Wie mache ich das? Ja, schlachtet euch gegenseitig ab, Jungs. Das finde ich super.
euren Stämme. Heb dich doch fest, Bruder! Spreng ich dich halt in die Luft, Bruder. Nur scheißegal. Germanekos Leute gegen die Mongolen auf. Das übertreibt sie ein bisschen, oder? Da hinten ist er. Okay. Sorry, dass er eine dumme Attacke macht. Jo! Yamanekos Bande wird anderen ein Beispiel sein. Lasst euch nicht mit den Mongolen ein. Jetzt zu Sogi an der nördlichen Küste.
keine Spur von Sogis Boot. Ich hoffe, Sogi war nicht an Bord. Hoffe ich auch nicht. Gucken wir mal. Aber ich bezweifle es. Ich glaube aber schon. Oder? Roter Kasserhut. Leb wohl, Sogi. Ich wünsche euch mehr Glück im Jenseits. Jetzt ist sie doch gestorben, oder was? Wen willst du denn verarschen? Ich sollte zu Sugis Mann zurück. Er muss es erfahren. Ey, wie willst du denn verarschen? Warum sind die jetzt gestorben? Oh mein Gott, halt's Maul. Das war damals wie bei diesen Entscheidungen, Digga. Es sind zwei Gefangene und du darfst nur eine retten. Was soll das denn? Warum haben wir nicht ihr gesagt, Digga, sie bleibt hier und wir clean alles Stück für Stück? Muss doch nicht sein. Hey, Heiligtum. Was soll ich für dich spielen, um dich zu beruhigen? Mutter lehrte mich, dass ein Lied nicht einfach sein muss, um zu beruhigen. Neige. Den Controller auf die richtige Höhe. Das ist das Geilste, muss ich sagen, diese Flötenspiele. Das ist... Ach, da kriege ich immer so eine Gänsehaut. Bevor wir wussten, dass sie krank war, saß Mutter oft allein und betrachtete die Rehe. Ich kletterte auf sie, weil ich Aufmerksamkeit wollte, bis Vater mich schalt, weil ich sie störte. Sie lächelte, hielt mein Kinn hoch und sagte, der Frieden kommt nicht immer in Stille. Ich glaube... Keiner von uns beiden verstand, was sie meinte. Nice. So, das mit Sogi, das tut jetzt halt maximal weh. Aber wir sind hier definitiv noch nicht fertig. Vielleicht lebt sie ja noch und kam irgendwie weg. Das bezweifle ich zwar, aber man darf ja immer hoffen. Ach man, was soll denn das? Warum stirbt denn jeder, mit dem wir zusammenarbeiten? Wer verflucht oder was? Also jetzt beginnt hier der Raid erstmal. Ist das überhaupt Gegner? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Das sind gar keine Gegner. Oh. Sucht doch nicht mich, oder? Oh nee. Ich wollte mich nur hier umschauen. Und schauen, was es hier noch so gibt. Oh, anscheinend gibt es hier doch mehr, als ich gedacht habe. Was haben wir denn hier, ey? Shit. Plünderer Jinkasser Hut. Nee, ist hier nicht. Nur dieser Hut. Okay.
gut zu wissen. Friedliche Fischer. Oder friedliche Plünderer, die Fischer sind. Oder keine Ahnung. Na jetzt. Schade. Da können wir nichts machen, ne? Überbringen wir halt die schlechte Nachricht. Wo war das hier, ne? Nee. War das? War das nicht hier? Bei dem Leuchtturm? Bei dem Dorf hier? Hier oben? Da vorne sind sie. Ach du Kacke, das ist was ganz anderes. Ist es? Eine Nachricht von Suki. Sie lebt doch noch. Was hat deine Fresse, egal. Es ist für alle sicherer, wenn ich einfach verschwinde. Das werdet ihr wohl am allerbesten verstehen. Auf ein Leben, in dem wir von niemandem mehr gejagt werden. Sie lebt noch. Oh yeah. Viel Glück, Suki. Für uns beide. Wie geil ist das denn, Digga? Sie lebt also doch noch. Ist es schön. Aber es war wohl ein Bandit, vermute ich mal. Aber was ist mit dem Mann? War denn hier hinten oder so? Ihr wart auf Reisen? Ja, schon. Warum kann ich nicht, warum kann man jetzt keinen Dialog machen? Warum? Warum sind da unten neue Mongolen? Wartet. Wir haben inzwischen so viele Stirnbänder, ne? Aber ich würde gerne die Dinger wieder tragen, diese Geistermaske, die ist ziemlich cool. Wo ist denn die? Ah, die ist hier. Nein, nein, nein. Hier. Ja, das ist halt nur die Verbesserung hier. Aber warum sind denn jetzt hier wieder neue Mongolen? Alles wird wieder gut. Die Holzkanten schneiden in die Haut. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Dank. Vorsicht da draußen. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt hier auf einmal wieder neue Mongolen waren. Aber. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sagen wir mal so. Also dieser Sturm. Das hört nie auf. Dieser Sturmritt ist richtig geil. Ich würde sterben. Ja, ist gut. Wir waren ja hier. Nun geht. Hierher! So, halt mir nach Kiste entlang, weil hier sieht es ein bisschen sass aus. Oder? Ah ne, doch nicht. Alles gut. Doch nicht das. Hier waren wir ja schon. Ich sehe das Jump-and-Run-Ding jetzt in der Pferderüstung. Okay, das war's jetzt eigentlich tatsächlich. Lol. Ja. Das Insel Nakijima. Nakajima.
Ist das nicht so eine bekannte Insel? Kennt man die Insel nicht sogar? Nagashima. Los jetzt, Kage! Sehen Sie den Adler, eine Art geistige Pferde. Noch ein Flashback. Warum hast du nichts getan? Du hast mich sterben lassen. Möge euer Tod allen anderen dienen. Das muss aufhören, ey. Das muss aufhören. Opa. Schwert. Obwohl, ich brauche das Pferd gar nicht. Ich heb dich halt nicht fest, mein Bruder. Okay. Ein paar Walljump. Schade. Aber hier nicht gerade noch eine Patrouille. Müssen wir herausfordern. Aber ich brauch neue Entschlossenheit. Oder ist die schon weg, weil wir gestorben sind? Oder kommt die wieder? Ah, hier sind Tori-Tore. Ja. Nakajima-Ausguck. Genau. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt die Patrouille hin ist. Ich hätte die gerne gefightet. Weil meine ich habe gerade ein bisschen wenig Entschlossenheit. Beziehungsweise gar keine. Nur ein Flashback. Ja. Stark genug. Koto kam. Come on. Dieser Zorn kann dich nicht. So schwach und gebrechlich. Eure Waffen. Nutzlos. Muss aufhören, ey. Nichts davon ist real. Ich muss stark bleiben. Oh. So, dann machen wir dort auf der Insel dann weiter auf jeden Fall. Insel Nakajima. Hoppala! Ja, schalten auf jeden Fall wieder ein. Okay, Haftbomben, Pfeile. Ist ein nicht so gutes Zeichen eigentlich in der Regel. Aber wir schauen uns dann hier auf jeden Fall dann um. Auf der Insel. Ja, unentdeckter Ort, ist ja klar. Senjo-Schlucht, da müssen wir eigentlich auch noch durchlaufen, ne? Da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Flashback kommen. Weil hier war ja der Tod von unserem Vater. Und dann machen wir hier auf jeden Fall weiter. Bam. Und dann hier machen wir weiter. Und dann machen wir hier unten weiter, würde ich sagen. Mit das hier mit und dann das hier mit. Da haben wir die Insel Iki. Okay, das ist da oben, aber das lassen wir erstmal. Ich hoffe mal, das wird was mit Forza Kai zu tun haben. Auf jeden Fall. Ja. Also.